hier haben wir Backstage Fabian Buchert. Wie geht's dir jetzt gerade? Ja, ganz gut. Bisschen gespannt, aber weiß schon. Ja, erstes Mal jetzt Männerklasse. Ne? Wird sehr spannend. Ja, schauen wir mal, ich mach's besser. Thank you. Jetzt ladest du noch etwas, ne? Und dann. Ja, noch ein paar Eiswagen. Ja, geht's bald los. Nochmal Farbe checken und dann geht's ab. Nach vorne auf die Bühne. Drück dir fest die Daumen. So, beim Vorteil entdeckt. Du hast es schon hinter dir, ne? Wie war's? War sehr schön. Ich muss laut sprechen, warte mal. Ja. Also es war sehr schön. Und ich hatte natürlich ein sehr, sehr starkes Feld. Ja. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Eine und ja, macht beide immer Lust auf mehr, gell? Deine Form könntest du ja nochmal verbessern wieder. Ja, selbstverständlich. Da werde ich mal dran arbeiten. Ne? Ja, wunderbar. Eine Viertelmeter nach rechts. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, dankeschön. Ja? Du warst schon dran? Nee, ich komme erst rein. Welche Klasse? Mittelgewicht bin ich. Okay, ich habe keinen Überblick mehr. Weil so circa 15 Minuten oder sowas noch und dann. Okay. Genau. Schon Meisterschaften hinter dir? Oder? Nee, die erste. Das erste? Das erste Mal. Das ist ja auch spannend, okay. Auf jeden Fall. Wie war für dich die gesamte Vorbereitung? Anstrengend. Für mich, glaube ich, schlimmer als für ihn. Ja, das höre ich auch. Ich sag mal, die Leute, die mich ertragen mussten, hatten mehr Schwierigkeiten als ich selber, denke ich mal. Ja. Und macht natürlich auch Spaß und ist natürlich auch froh, wenn man heute Abend wieder in Anführungszeichen normal essen kann. Ja, ja gut, die wenigen Carbs, Kohlenhydrate, das ist schon heftig ein bisschen, Gemüt, ne? Ja. Und arbeiten muss man natürlich auch noch nebenbei und so. Ja. Aber bist schon stolz, wenn du es jetzt siehst, oder? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich stand da schon hinter ihm, weil viele immer gesagt haben, ja, warum machst du sowas? Ja. Ob es jetzt rein zur Selbstbestätigung ist, ich muss sagen, ich habe auch warm überlegen, ob ich in der Figurklasse starte. Ja. Bei mir hat das mit dem Abnehmen nicht so funktioniert, von daher weiß ich, was er geleistet hat und bin da natürlich wahnsinnig stolz. Ja, cool. Wie lange trainierst du selber schon? 12 Jahre. Ah, schon eine Menge. Ja, schon relativ lange. Sieht aber so ganz gut aus, was ich kriegen kann. Ja, mal gucken, schauen wir mal. Dann viel Spaß gleich und viel Erfolg. Dankeschön, danke. So, wen haben wir hier denn? Wer bist du? Ich bin der Daniel Miskorek. Ah, okay, den Namen habe ich irgendwo auf der Liste schon gelesen. Welche Klasse startest du? Im Light Heavy. Ah, okay. Deine erste Meisterschaft? Ja. Auch viele Newcomer. Scheinbar, ja. Ja. Wie war die Vorbereitung für dich? Es geht. Also bis auf die letzte Woche war es auszuhalten. Ja. Die letzte Woche hatte ich Tage, an denen war ich ziemlich down, aber sonst eigentlich völlig in Ordnung. Wie kam es jetzt, dass du gesagt hast, ich mach mal mit? Naja, ich habe von einigen Seiten gehört, dass ich nicht ganz so schlecht bin und da wollte ich halt mal wissen, ob das eine Fachjury genauso bewerten würde und ob das nicht nur aus Sympathie entstanden ist von Freunden. Ja. Also was man sieht, sieht ja ordentlich aus. Ja, danke. Auf jeden Fall. Gut, dann viel Erfolg gleich. Ne? Vielen Dank. Viel Spaß. Wer bist du denn? Ich bin der Sebastian Sarotnik. Ich starte im Leichtgewicht gleich. Ich bin 26 Jahre alt, mache den Sport jetzt seit 6 Jahren. Ja. Und die Vorbereitung lief sehr gut. Ich möchte mich ein bisschen überraschen lassen, wie jetzt die Konkurrenz aussieht und dann sehen wir weiter. Das erste Mal dabei? Nee, 2010 war ich schon mal dabei, da habe ich den 5. gemacht. Ah, okay. Und ja. Letztes Jahr habe ich ausgesetzt. Jetzt wird gerade die letzte Farbe angeklatscht. Ein bisschen Öl, ja. Öl noch, okay. Und dann ein bisschen aufpumpen und dann geht's los. Viel Spaß. Jo, ja, danke. Eine Viertel Million nach rechts. Hallo. Magst du mal sagen, wer du bist? Mein Name ist Holger Weisen. Ja. Welche Klasse startest du? Ich bin mittelschwergewicht. Ah, okay. Dauert ja noch ein wenig, ne? Bist du dran? Genau, dauert noch ein bisschen. Aber ich hatte jetzt ein bisschen Probleme mit der Bräune. Und von daher jetzt noch ein bisschen früher alles drauf. Hast du Unterstützung hier, ne? Genau. Meine Frau. Scherz klatscht. Genau. Wichtigste Part hier. Ja. Gibt es so einen Doppelpack? Wunderbar. Wichtig, dass man Partner hat. Das unterstützt, ne? Ja, natürlich. Du musst das alle gut durchhalten. Hi, du. Kannst du mal kurz vorstellen, wer du bist? Ich bin André Benner. Ja. Ich starte bei der Leichtschwergewicht. Leichtschwergewicht, okay. Also seid ihr gleiche Klasse hier, ne? Die gleiche Klasse. Genau. Wie lange trainierst du schon? Ja, 9 Jahre. Mein 9. Jahr ist. Hast du auch schon eine Weile. Meisterschaften schon teilgenommen? Nein, das ist meine erste. Das ist das erste Mal jetzt? Das erste Mal. Ah, okay. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ein bisschen. Ja? Alles neu.
Ja, klar. Wie war für dich die Vorbereitung, Diät? Sehr anstrengend. Ja. Sehr, sehr anstrengend, weil man das noch nicht kennt. Aber ich denke mal, nächstes Jahr wird es etwas leichter sein. Weiß man, was einen erwartet, weiß man, ne? Was man genau. Erwartet, ne? Sieht das klasse aus. Schön. Dann viel Erfolg, ne? So, vielleicht magst du dich mal eben vorstellen, wer du bist. Ja, hallo, ich bin Tim Gatzen und ich starte heute hier bei der GmbF im Mittelgewicht. Im Mittelgewicht, ist ja bald dran. Ja, genau, die Spannung steigt und ich mache das erste Mal in meinem ganzen Leben mit bei so einem Wettkampf hier. Ja, natürlich bin ich nervös, ne? Wir gehen jetzt mal ein bisschen mit Farbe über mich drüber. Ich mache jetzt hier meine Startnummer dran und naja, dann gebe ich einfach mein Bestes, ne? Ja. Genau. Wollen wir hoffen, dass die 113 deine Glückszahl wird? Ja, ich wurde ja am 13. geboren, ne? Ah, okay. Deswegen habe ich die genommen. Ne? Da springt's ja was. Drück dir die Daumen, ne? Vielen Dank. Gerne. Fang mal an, Sebastian. Weil das eine hohe Anzahl ist an Teilnehmern her und wir wirklich unser Bestes geben wollen, um auch entsprechend gerecht zu werden. Deswegen machen wir jetzt einen Schnitt zwischen der Nummer 32 und der Nummer 18. Bitte eine Vierteldrehung nach rechts. Runtergekommen, wie war's? Anstrengend, aber auch gut. Also war meine erste Teilnahme überhaupt und ja, auf jeden Fall eine heftige Erfahrung. Und zu fragen, ob es fürs Finale gereicht hat, werden wir dann sehen. Und Adrenalin, wenn man oben steht? Ging. Ging also ja, wenn man erstmal oben steht, ist es anstrengender als gedacht, aber von der Nervosität ging es. Okay. Da würde ich mir eher Sorgen um die Kühe machen, wenn es dazu kommt. Ja. Okay, danke. Euer Applaus. Ich bitte Dennis, du Poser. Beim Runtergehen noch Posen gemacht, ne? Ja, das müsste sein. Ja, beim zweiten Vergleich muss man ein bisschen Gas geben, ne? Ja. Sonst reicht das nicht fürs Finale. Hat Spaß gemacht? Ja, Spaß genug. Ist anstrengend. Ja. Mal gucken, ob es reicht. 93. Ich starte bei 7. Und Bauch und die Männer der Mittelgewichtsklasse, bitte die Bühne betreten. Euer Applaus. Jetzt sind wir durch den Gewicht, 113. Jetzt gibt es weiter Posten. Und wir beginnen der Wertungsrunde 2 aus der Latte die muss man hier noch. Auf und Feine. Thank you.
Philipp, du stehst hier. Wie geht's dir heute? Ja, mir geht's gut. Ich kann mich ja nicht beklagen. Ich habe ja heute nichts mehr oder nicht mehr viel zu tun. Es sind hier noch meine zwei Athleten, die jetzt gleich im Leichtschwergewicht starten. Und dann wer sind die beiden? Das ist einmal der Jonas Notter, den hat es gerade auf dem Schirm. Ja. Das ist ein Newcomer, der ist eigentlich ganz gut dabei dieses Jahr. Und dann noch der Rai Goldrich, der läuft im Moment vorbei mit der Nummer 89. Ja. Der ist dann letzten Endes das dritte Mal, glaube ich, dabei und auch dieses Jahr super Form. Von daher freue ich mich jetzt auch, die beiden auf der Bühne zu sehen. Ja, es macht Spaß, die alle hier zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch super, mal wieder ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Auch so von den letzten Jahren kennt man die Leute ja noch. Ja. Ich sag mal, bei der GmbF, was ich hier sehr schön finde, ist, es ist eine riesen Kameradschaft da und das macht natürlich dann auch einfach so als Außenstehende jetzt in dem Fall Spaß und schön, ja, die Leute immer wieder zu treffen. Dankeschön. Und wir haben auch noch mal gehabt. Mehr ist bei uns nicht angekommen. Ich kann nachher noch mal fragen. Magst du dich mal kurz vorstellen? Hi, ich bin der Alex. Ja. Ich nehme mal an der Leicht-Schwergewichts-Klasse teil. Ja. Ja, und freue mich drauf. Das erste Mal dabei? Das erste Mal dabei. Ja. Das ist halt immer so eine Art Lebenstraum für mich. Ja. Jetzt setze ich heute mal in die Tat. Aber sind Träume ja da. Ja, genau. Ja. Wie war die Vorbereitung? Verlief gut. Die letzten zwei Wochen noch habe ich mir eine leichte Krankheit eingefangen, aber ansonsten. Dennoch so streifig, das ist ja der Hammer. Ja, nur, ich habe mich gut erholt. Ja, das geht. Super aus. Danke. Danke. Und viel Erfolg gleich. Danke dir. Ja, danke. Den Blick gerade auf. Um eine Viertel-Drehung nach rechts. Was für dich heute Morgen? Ah, cool. Also es war mega anstrengend, aber es ist halt ganz cool, war, dass Daniel mich gepusht hat. Also er hat mich begleitet beim Aufwärmen. Ja. Hat mich dann richtig warm gemacht.
Ja, Wettkampf, weiß ich nicht, ob ich ins Finale komme. Geh mal ein Stück zurück, bitte. Bist du im Schatten? Ja, jetzt sieht man dich. Okay. Ja, Wettkampf, weiß ich nicht, ob ich ins Finale komme, weil ich im ersten Vorwahl nicht dabei war. Im zweiten dann, was war, mal gucken. Also, wenn ich noch dabei bin, freue ich mich, weil ich dann nochmal kämpfen kann, ein bisschen Show machen kann. Das ist ja, das was mir am meisten Spaß macht. Ja, ich hoffe, das geht jetzt bald weiter. Ja. Spannung steigt. Spannung steigt. Drück die Daumen. Okay. Ciao. Hi, geht gleich in die nächste Runde, ne? Ja, ins Finale. Ja, bist ja drin auf jeden Fall. Das sind ja nur 5 Teilnehmer, genau. Teenager. Letzter Anstrich nochmal, ne? Ja. Bei Teenagern. Aber starke Klasse. Danke. Ich habe es mir nicht viel angeguckt, weil ich ein Minimum hatte. Da habe ich nur am Anfang ein paar Runden gesehen, aber da hat mir auch gedacht, das ist ein Team. Das ist mein Team. Wie alt bist du? Ich bin 17. 17. Nicht schlechte. Kann mancher Junior noch nicht mal mithalten. Ja, das ist jetzt meine erste Competition und ja. Da wollte ich noch bei den Teenagern, was noch möglich ist, mitmachen. Ja. Schön. Schon mal Erfahrung sammeln. GmbF und des neuen Profiverbandes. Damit, wie gesagt, darf ich das Wort jetzt an Herrn Bernd Breitenstein übergeben. Vielen Dank. Okay.
So, dass die Leute jetzt die nächste Gruppe auf die Bühne. Vielen Dank. Gratulation. Vielen Dank. Hast du mit gerechnet? Ich habe darauf gehofft und ich habe sehr hart für gearbeitet. Ja. Braucht zwei gute Zweit- und Drittplatzierte hier. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt seid ihr erleichtert, ne? Ja, jetzt was trinken, erstmal was essen und trinken. Jetzt wird ein Urintest gemacht, richtig? Ja. Ja. Von den ersten drei Platzierten? Ja. Okay, und danach könnt ihr feiern. Danach erst noch Burger King. Genau. Gut. Der Vater, jetzt sind Sie doch stolz, oder? Ja, ich bin stolz. Also mit dem Ergebnis habe ich nicht gerechnet, habe ich gehofft, weil er hat wirklich gearbeitet. Aber als Vater freut man sich darauf, klar. Schön. Zweitplatzierten Junioren, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie war es für dich? War auf jeden Fall sehr, sehr aufregend. Es ist mein allererstes Mal, dass ich Bodybuilding überhaupt an so einem Wettkampf teilgenommen habe. Eigentlich bin ich eher so der Leistungssport, der American Football. Bodybuilding ist auch ein Leistungssport, aber eine ganz andere Hinsicht. Man muss jeden Tag 100% geben, ob man beim Training ist, ob man zu Hause ist, ob man schläft. Man muss auch schauen, dass man richtig genug und gesund schläft. Ja. Und das ist halt einfach, deswegen habe ich jetzt erst verstanden, was man damit meint, wenn man sagt, dass Bodybuilder die meiste Disziplin aufbringen müssen. Und wenn sie diese Disziplin in irgendeine andere Sportart schenken würden, würden sie zu den Besten gehören. Das habe ich jetzt verstanden. Okay, so, da hast du dein Pokal, stolz auf den zweiten Platz zeigen. Ich durfte ja den Preis überreichen und ja, lief ja ein bisschen blöd. Ja, ist nicht weiter schlimm. Ich hatte auch selbst meine Probleme, das zu verstehen. Deswegen habe ich noch gar keine Emotionen am Anfang gezeigt. Dachte, okay, ich möchte jetzt bloß nicht blöd aussehen. Habe einfach mal das Cold Face gemacht. Genau. Und dachte mir, okay, come on. Guter zweiter Platz und Anreiz nächstes Jahr nochmal. Genau, auf jeden Fall. Das hat bis jetzt noch ein zusätzlicher Ansporn, dass ich nächstes Jahr nochmal wiederkomme. Ich werde jetzt meine Massephase strukturiert aufbauen.
habe bisher nur eine Seafood-Diät gemacht und habe auch einen guten Trainer, den Phoenix O'Connor und David mich jetzt auch begleiten durch die Massephase und ich denke, dass ich nächstes Jahr, ich hoffe vor allem auch, dass ich nächstes Jahr noch besser abschneiden werde. Gut, du hast es ja auch ein bisschen schwieriger, du bist sehr groß, ne? Mit 1,93, konnte da noch etwa 94 Kilo halten. Ist eigentlich in Ordnung, nur ich muss das nächste Mal viel früher mit der Diät anfangen. Ich habe mich von 110 Kilo im August etwa, Juli, August, runterdiätet auf jetzt 94, von so kurzer Zeit. Ja. Und habe mich gerade so mit Supplements am Leben halten können, quasi, also meiner Muskulatur. Oberarmumfang ist um 4 cm geschrumpft oder so. Also da ging ordentlich was weg. Ja. Das versuche ich jetzt halt langsamer runterzufahren mit dem Kalorien pro Tag, um dann halt mal zu schauen, hey, kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr Muskulatur halten und dann sich langsamer auf den Wettkampf vorzubereiten. Ja, jetzt darfst du wieder essen. Genau. Ja, genieß deinen zweiten Sieg. Dankeschön. Gerne. Wieder aufgeregt? Oder geht's jetzt? Ja. So, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg in der Masters 1 Klasse. Dankeschön. Wie war es für dich? Wie war der Tag heute allgemein? Sehr aufregend. Ja. Also ich war sehr nervös, war mein erster Wettkampf nach über 15 Jahren. Oha. Und ja, man weiß nicht, was einen erwartet. Aber hat ja gereicht. Darf ich nur kurz zuschauen? Natürlich. Du musst ja trinken für die Urinprobe jetzt, ne? Genau, für die Urinprobe. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich überhaupt ins Finale komme. Ja. Und dann ging es eben auch ums Gesamtsiegerstechen. Ja, das war auch sehr schön. Und der Gesamtsieger hat wirklich gewonnen. Absolut. Ja. Absolut gedacht, absolut. Und du hast ein unglaubliches Volumen. Also so eine Brust sieht man selten. Da waren die Arme. Also Hammer. Verdienter erster Platz in deiner Klasse. Ja. Kannst du nicht glauben, aber alle sagen es. Ja. Wir haben den Sieger, Junior, Mike. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie war es für dich? Oh, anstrengend. Oh, Arschkrämpfe langsam. Ja. Hab mal ein Käsemesser hintergeschmissen, damit ich auch bei seiner Gesamtsieger stehe, den ganzen Ruderstier. Hat sich ausgezahlt, ne? Hat sich ausgezahlt. Hat die Gasse gegeben seit letztem Jahr? Ja. Ja, letztes Jahr jedenfalls viel verbessert. Also 2-3 Kilo kann man, also nicht schwerer unbedingt, aber 2-3 Kilo, ich bin genauso geblieben, aber 2-3 Kilo schwerer in dem Gewicht, aber trocken. Wie war das Gefühl eben auf der Bühne, als du realisiert hast, nach dem kleinen Tausch, dass du tatsächlich gewonnen hast? Ja, der Tausch, also der hat mich, ich habe gar nicht zugehört. Ich habe nur den Pokal gesehen, den kleinen zweiten Platz.
dachte erstmal, das kann gar nicht sein, weil er überhaupt nicht trocken mehr ist. Weil er war vorher trocken, habe ich ihn auch schon gesagt. Hast auch gar nicht richtig hingehört, was Bären gesagt hat, ne? Nee, der ich habe ja die Reihenfolge umgetauscht. Ach, ich war schon so down, einfach kaputt schon. Man hat auch gesehen, sofort, was, zweiter Platz kann ich sein. Und als er dann gesagt hat, nee, vertauscht, 6-0, weißt du, die Stimme für mich. Ja, da bist du ausgeflippt, ja. Bei 6 Stimmen, weißt du, er hat 0. Hammer. Zeig mal den Pokal. Endlich habe ich den. Ja, perfekt. Ich habe ja schon letztes Jahr mitgemacht, oder dritter Platz. Ja, da war der so groß. Ja. So groß wie ein Shaker, weißt du, und jetzt sind jetzt hast du den großen. Ja. So, das war das letzte Mal für dich in der Juniorenklasse, ja, ne? Ja. Und machst weiter? Gehst du nächstes Jahr? Nächstes Jahr denke ich mal noch nicht. Ich brauche jetzt mal vielleicht ein Jahr Pause, kommt auf einmal, was mein Coach sagt. Ja. Der wird dann auch sagen, okay, ich baue mir da erstmal nicht mehr auf, weil meine Beine sind vielleicht auch ein bisschen zu viel für meinen Oberkörper schon. Ja, das kann sein, deine Beine, die fallen massiv auf. Wie kommt das, dass die Beine so krass sind? Genetik. Ja. Sonst, ja, ich trainiere also nur intensiv, ich trainiere nicht schwer. Ja. Aber wenn ich schwer trainiere, weil ich jetzt schon mal 30 habe, ich Gelenkschäden und ich bin Ronny Kulmen. Also jetzt willst du versuchen, mit Oberkörper noch ein bisschen nachzuziehen, ne? Ja, ja, wird, also jedenfalls. Und dann? Ich habe ja gemerkt, ich habe ja auch seit einem halben Jahr nur intensiv nur trainiert mit Oberkörper. Ja. Und mit Brust und alles mitgemacht, nur intensiv. Leichte Gewichte wirklich gehalten auch alles. Ja. Auf eindeutig besser. Und dann irgendwann der Sprung jetzt in die Männerklasse. Ja, ne. Ja. Einer bin ich jetzt erstmal Juniormeister noch. Genau. Und dann, denke mal, 2013 waren mehr von mir wieder. Genieß den Sieg, ne? Ja. Feier schön heute Abend. Oh ja. Und herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich laufe damit den ganzen Tag rum, bis morgen meine Mutter den sieht. Glaube ich dir. Die freut sich bestimmt. Danke. Mach's gut, danke. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, ich bin Sebastian, 24 aus Aachen. Ja. Und das ist meine erste Meisterschaft hier beim National Bodybuilding. Okay. Das ist hier mein Trainer Janni. Ja. Die haben mich die letzten Wochen, wie du siehst, 4 Wochen lang vorbereitet jetzt. Ja, und heute ist es endlich soweit. Ich habe gerade erfahren, du hast dich nur 4 Wochen vorbereitet. Ja, genau. Also ich habe es kurzfristig erfahren über Facebook, dass es sowas überhaupt hier gibt in Deutschland, National Bodybuilding. Und da wollte ich unbedingt mitmachen. Ja. Und dann habe ich auch nicht lange darüber überlegt, habe eine Nacht noch drüber geschlafen und am nächsten Tag habe ich dann auch sofort angerufen und mich da, also Mitgliedschaft und mich angemeldet. Ja. Ja, und dann auch sofort ihn kontaktiert. Ging ruckzuck dann alles. Ne? Genau, und dann musste alles schnell gehen, trainiert, Ernährungsplanung gestellt. Ja. Und auf den Tag. Ja, dafür super Form, ne? Und das gut ist das Ergebnis. Ja. Welche Klasse startest du? Bantamgewicht bis 70 Kilo. Seid jetzt gleich dran im Finale, ja, ne? Genau. Okay. Gleich geht's los. Dann viel Erfolg. Vielen Dank. Hey, wie geht's dir? Umständen entsprechend gut, ja. Ja.
Ja. Jetzt aufgeregt? Ja. Geht gleich nochmal raus. Kurz vor Finale. Ja. Entscheidender Moment. Geht gleich raus, mal gucken, was möglich ist. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du heute Morgen aber gleich im ersten Vergleich, ne? Bitte? Du warst heute Morgen im ersten Vergleich. Auch. Genau, richtig. Schon mal eigentlich ein gutes Zeichen. Würde man meinen, ja. Form ist klasse. Ja, danke. Sieht gut aus. Dann viel Erfolg gleich. Ja, danke. Dennis Lok 6. Sergei Löwen 7. Vadim Slotnik 8. Sebastian Batzler letzter. Thomas Röhr, Aussteller, zumindest die Nummer mehr. Und Bauch und Beine bitte. Und freust dich? Ja, ne? Ja, natürlich. Ja, jetzt ist jetzt mal vorbei zu Hause mit extra Kochen für den Mann. Wieder richtig essen, gemeinsam richtig essen. Essen gemeinsam, genau. Ins Kino gehen. Warten, keine Sonderfrühstücke für den Mann. Ja. Okay. Kurze Frage, die drei Erstplatzierten müssen ja mal gleich sofort eine Urinprobe abgeben. Genau. Wird das heute noch ausgewertet? Nee, wird heute nicht ausgewertet. Okay. Die Proben gehen mit FedEx nach in die USA, ja, und werden da von einem Labor halt bewertet. Okay, wie lange dauert das circa? Circa eine Woche. Ah, okay. Und dann weiß man, ob die Titel berechtigt sind? Im Internet werden die dann dementsprechend dann veröffentlicht bei der GmbF und okay, dann kann man erkennen, ob dann alles in Ordnung war. Aber wir hoffen, dass alle negativ sind. Ja, sind wir hier. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Ja, danke schön. Super gemacht. Die Kür war ja richtig genial. Ja, die haben mich die letzten Tage noch verfeinert, einstudiert schon. Und heute auch noch zum letzten Mal. Hast gedacht, machst ein bisschen Show, ne? Ein bisschen Stimmung. Ja, genau, ein bisschen Stimmung, was anderes. Ja. Das andere war immer so düster und dann war schon ein bisschen. Bisschen Gas geben. Super zweiter Platz, ich hoffe, du bist zufrieden. Ja, mein Hauptziel war erster Platz, aber bei der Konkurrenz muss man sich auch in den Top 3 vier Wochen vorher dich vorbereiten. Ja, genau. Hast du nicht super vergessen. Schön, hier ist der Pokal. Pokal, alles. Urintest hinter dir. Urintest, noch ein Riegel geschenkt bekommen. Ja, cool. Den haue ich mir jetzt rein. Jetzt geht's nach Hause, ne? Genau, erstmal schon was essen. Wunderbar, ja. Danke, Alex. Dann macht's gut, ne? Dankeschön. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ja, ich meine, ja.
Mario, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du flippst gerade völlig aus. Ja, das ist geil. Ich freue mich jetzt. Ich freue mich auch richtig. Gelungen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon so. Genau, zeig den Top. Super. Jetzt kommt noch der Test, oder? Ja, der Test kommt. Ja, noch. Aber da gibt es nichts zu erwarten. Und dann wird gefeiert. Ich muss ja noch mal. Ich darf immer noch nicht essen. Ja, ich meine heute Abend nachher. Oh ja. Also, das kann passieren, es ist alles eine Tagesform. Ich wünsche euch, dass euer Weg in den letzten Wochen und dann morgen auch mit der Krönung für euch selber abgeschlossen wird. Heute folgen die Einschreibeformalitäten. Ich habe